Wir befinden uns hier in Bettringen, hinterhalb des Ottilienfriedhofes. Man sieht es, hier hat jetzt ein landwirtschaftliches Anwesen gebrannt mit einem Ausmaß von ca. 40 auf 20 Meter. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Die Flammen waren von weitem sichtbar. Das ist klar, wenn so ein Gebäude natürlich im Vollbrand steht, sieht man die Flammen natürlich auch schon von weitem. In dem Gebäude befinden sich Strohballen und im linken Teil so eine Art Schulungsraum von den Gewichtheber, der aber zu diesem Zeitpunkt nicht belegt war. Also das Gebäude war personenleer, wo die Feuerwehr hier eintraf. Wir haben momentan Einsatzkräfte an der Einsatzstelle von 70 Feuerwehrleuten und ca. 20 vom SEG. Bei den Brandbekämpfung war zuerst einmal die Wasserversorgung, die haben wir natürlich schnell aufgebaut. Und aber was auch eine Schwierigkeit war, man sieht in die Stromleitungen, der Dachständer auf dem Dach, durch das, dass der Dachstock komplett abgebrannt ist, war am Anfang die Gefahr da, dass der Dachstock natürlich nach unten stürzt. Ja, in den Bettringen brennt es zurzeit öfters. Aber wie gesagt, die Polizei hat hier die Ermittlungen aufgenommen. Eigentlich sind mehrere Brandstiftungen. Zuerst waren es nur mehr oder weniger Feldscheuern. Und jetzt sind schon zwei Häuser. Gott sei Dank sind die meisten nicht ganz bewohnt, aber dennoch geht ganz, ganz große Sorge und Angst im Ortsteil Bettringen um, weil es wird immer größer und immer näher in bewohnten Häusern. Und jeder wünscht und hofft, dass der oder die Brandstifter so schnell wie möglich überführt werden können. Alle, die im Grunde ein älteres Haus oder mit Holzverteiferungen haben, die haben mehr wie große Sorge, dass das nächste Haus sie sein könnten. Und was tragisch ist, ist eben Schlafort geräumt und geraubt. Und ganz, ganz großer Dank an die Feuerwehr. Die kommen ja überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und da ist größte Hochachtung.